Einen wunderschönen. Es ist Freitag, der 16. November nach 1. Und die Frage des Tages lautet, wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Mecklenburg-Vorpommern ist nicht mehr nur Wolfs Erwartungsland, es ist die Heimat des Wolfes. Es gibt wieder Wölfe in Mecklenburg-Vorpommern. Einer von denen hat jetzt was gemacht, was für Wölfe nicht ganz untypisch ist. Er hat Schafe gerissen. 15 Stück gleich, das ist natürlich doll. Und der Eigentümer der Schafe tut mir auch ein bisschen leid. Die gute Nachricht für ihn ist aber, er wird dafür entschädigt. Das hilft alleine nicht, aber immerhin. In diesem Zusammenhang muss ich auf meinen alten Kumpel Edmund Stoiber von der CSU verweisen. Der ist ja großer Zoologe gewesen und hat die Kategorisierung der Bären erfunden in Friedbär, Schadbär und Problembär. Und da haben alle herzlich drüber gelacht und ich dachte, das ist für immer vorbei. Aber die CDU-Landtagsabgeordnete Beate Schlupp ist auch eine große Zoologin und die hat rausgekriegt, beim Wolf ist es genauso. Es gibt den Friedwolf, den Schadwolf und den Problemwolf. Und der Wolf, der sich normal verhält und Schafe frisst, ist nach ihrer Auffassung ein Problemwolf und muss abgeschossen werden. Das ist doch völlig krank. Dieses Tier macht nur was Normales. Und natürlich kann es unter Umständen ein bisschen teurer sein, das eine oder andere Schaf zu entschädigen, als dass man einen Wolf einfach abknallt. Das finde ich aber ziemlich Panne, einfach Wölfe abzuknallen, weil sie sich so verhalten, wie es normal ist. Ich freue mich, dass die Wölfe wieder da sind und ich vielleicht irgendwann auch mal einen sehe. Natürlich aus gesunder Entfernung. Apropos gesunde Entfernung, die Frauenquote ist eigentlich ja dazu da, dass wir irgendwann mal auf ein normales Verhältnis zwischen Männern und Frauen in Führungsetagen, beispielsweise der großen Konzerne, kommen. Und die EU-Kommissarin Viviane Reding hat jetzt offiziell vorgeschlagen, dass bis 2020 40% aller Vorstandsposten durch Frauen besetzt werden sollen. Nun gut, Frauen sind auch in der Europäischen Union mehr als die Hälfte der Bevölkerung, sollen sich ab 2020 mit 40%, was weniger als die Hälfte ist, zufrieden geben. Und man könnte denken, okay, ist ein Kompromiss, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Was macht aber die Bundeskanzlerin? Die sagt nein, auf gar keinen Fall. Und während sie sonst immer dafür ist, dass alles auf europäischer Ebene harmonisiert wird, sagt sie, in diesem konkreten Punkt müssen nationale Regelungen zum Erfolg führen. Und wie die aussehen sollen, wissen wir ja. Die Flexi-Quote von Familienministerin Christina Schröder hat offenbart, dass die 30 DAX-Konzerne bis 2014 den Frauenanteil in den Führungsetagen um gigantische 0,82% erhöhen wollen, auf dann irgendwas bei 12 oder sowas. Es ist ziemlich peinlich, aber ich habe rausgekriegt, warum Angela Merkel so agiert. Sie ist ja schon ganz oben angekommen. Für sie kann es ja nicht weiter höher gehen. Sie braucht keine Quote. Ich glaube, ich habe irgendwann in der Uni bei den Klassikern der politischen Theorie mal gelesen, der Mensch ist dem Menschen Wolf. Dann sind wir wieder beim Thema. Ich frage mal Wolfgang, was er dazu sagt und sage euch dann nächste Woche Bescheid, wie die Antwort war. Tschüss, tschüss.